Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist nach wie vor Jens Rabe und heute widmen wir uns einer Frage, die immer mal wieder gestellt wird, gerade von den Einsteigern, nämlich wie lange halten wir eigentlich eine Position? Wir verkaufen ja teilweise sehr, sehr lange Laufzeiten, aber halten wir diese Position denn auch wirklich so lange? Die Antwort darauf gibt es jetzt in diesem Video. Ihr wisst es, dass wir ja beim Verkauf von Optionen eine gewisse Restlaufzeit anstreben. Das heißt, wenn wir Aktienoptionen verkaufen, dann versuchen wir das in der Regel mit rund 45 Tagen in etwa zu machen. Wenn wir Future-Optionen verkaufen, dann liegen wir meist so zwischen 60 und 120 Tagen, je nachdem, was der Markt, was die Volatilität hergibt. Und jetzt fragen immer viele, naja, wie lang ist man denn dann eigentlich so einem Trade? Und ich will euch das mal an zwei echten Beispielen zeigen. Wir reden ja immer nur über echte Beispiele, wir reden ja nie über Dinge, die wir uns ausgedacht haben, aber ich will es euch mal an zwei echten Trades zeigen, die wir zuletzt gemacht haben und das sind zwei extreme Trades, ne? Dass man mal sieht, okay, es kann so laufen und es kann auch so laufen, bloß damit ihr einfach mal die Unterschiede seht und damit ihr das Ganze einschätzen könnt. Ich habe mir das alles auf einen kleinen Zettel geschrieben, weil das sind viele, viele Zahlen und deswegen fangen wir jetzt mal an und zwar, ihr seht jetzt hier den ersten Chart eingeblendet und zwar ist das die CME. CME, die Aktie des Börsenbetreibers CME, Chicago Mercantile Exchange, ist ja vor einigen Jahren selbst an die Börse gegangen, läuft seither gigantisch gut und wird auch von uns immer mal wieder im Rahmen von Put-Verkäufen gehandelt. Und bei dieser Aktie hatten wir am 7.12.2016, also einen Tag nach Nikolaus, hatten wir ein Signal. Und zwar die Aktie ist gerade auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen. Die IVR, das heißt die Volatilität, war ziemlich gut. Die war knapp bei 40%, also in einer Größenordnung, wo man sagt, okay, hier kann man Optionen verkaufen. Das kam sicherlich durch den Ausbruch nach oben. Wir hatten keine Earnings. Aktie im Aufwärtstrend, keine Earnings, gute Volatilität. Der übergeordnete Markt ging nach oben. Was heißt das? Puts verkaufen. So, und was haben wir gemacht? Wir haben einen 109er Put verkauft. Die Aktie stand so ungefähr bei 120. Das war also die erste Standardabweichung. Und wir hatten eine Restlaufzeit von 38 Tagen. Also ein bisschen weniger als die anvisierten 45. So, und was ist dann passiert? Ich zeige euch mal hier den nächsten Chart. Und zwar ist das jetzt nur einen Tag später, also jetzt der 8.12. Und die Aktie ist an diesem Tag auf 122 gesprungen, hat also einen schönen, hat ein kleines Gap zur Öffnung gemacht nach oben, die lief dann im Laufe des ganzen Tages weiter nach oben und der Put hat sich halbiert. Das heißt, wir haben den am Vortag verkauft, jetzt hat er sich halbiert und da wir ja immer ein Rückkauflimit bei rund 50% drin haben bei den Aktienoptionen, habe ich euch kürzlich ja in einem Video hier nochmal die Regeln für Aktienoptionen gezeigt, waren wir aus dem Trade innerhalb von nicht einmal 24 Stunden schon wieder draußen. Und ihr seht es auch hier mal eingeblendet, das ist also der Ausschnitt aus der TWS und wer sich fragt, warum ist denn das nur eine Option, das haben wir im Rahmen unseres kleinen Kontos, welches wir bei den Optionsstrategien, also unserem Börsenbrief, handeln. Da haben wir diesen Trade live gemacht. Das heißt, unsere Abonnenten haben das entsprechend mithandeln können, wobei einige gar nicht mehr reingekommen sind, weil es einfach so schnell ging. Ne? So, das heißt also, einen Tag im Trade, wenn man auf die Uhrzeiten schaut, seht ihr nicht mal 24 Stunden und dann war dieser Trade beendet, obwohl wir ja noch 38 Tage Restlaufzeit hatten. Anderes Beispiel. Und zwar, wir gehen mal etwas zurück in den Sommer 2016. Da kündigte Microsoft an, dass man das Karrierenetzwerk LinkedIn übernehmen möchte. Daraufhin, und ihr seht das hier im Chart, sprang die Aktie wie verrückt nach oben. Microsoft hat gesagt, wir sind bereit, $196 pro Aktie zu bezahlen. Ihr seht hier übrigens einen etwas anderen Chart als in den Charts zuvor, weil mein Chartanbieter hat diese Aktie schon gelöscht, weil es die nicht mehr gibt. Ich erkläre euch auch gleich warum. Und da seht ihr, diese Aktie sprang dramatisch nach oben und wir machen ja ganz gern mal solche Dinge, dass man sagt, wenn es eine Übernahme gibt, die sehr, sehr sicher ist, also wo man sehr stark davon ausgehen kann, dass so etwas funktioniert, dann verkaufen wir gerne Puts unterhalb dieser zu übernehmenden Preises. Und in dem Fall war es so, dass wir also hier 185er Puts verkauft haben, und zwar am 15. Juni.
Ja, und dann hieß es warten. Diese Puts hatten eine Restlaufzeit von 220 Tagen. Warum haben wir so eine lange Laufzeit gewählt? Weil wir hier natürlich das meiste an Prämie rausholen wollten. Wir sind also davon ausgegangen, Microsoft übernimmt die Firma. Das war auch aus unserer Sicht heraus eine sehr sichere Sache, weil Microsoft hat gesagt, wir wollen es. LinkedIn hat gesagt, wir wollen es. Das heißt, es gab eigentlich niemand außer der Konkurrenz, die dagegen war. Und genau die Konkurrenz hat dann so ein bisschen hat sich quergelegt, Salesforce ganz speziell. Und da hat man so ein bisschen Prozesse angestrengt und es ging hin und her und so weiter. Und dann hat es Tatsache bis zum, und ihr seht es jetzt hier auch wieder in der Einblendung, da seht ihr jetzt hier, das hat dann bis zum, jetzt muss ich selber schauen, bis zum 7. Dezember gedauert. Also das heißt, 176 Tage hat das Ganze dann gedauert und dann kam die Bestätigung, jawohl, Microsoft darf LinkedIn übernehmen und die Optionen sind dann innerhalb von einem Tag wirklich dramatisch zusammengebrochen und wir haben sie dann, glaube ich, für $2 pro Stück zurückgekauft, wo wir ich glaube $280 oder so dafür eingenommen hatten. Das heißt, ein super Gewinner, aber wir waren eben sehr, sehr lang in diesem Trade drin. Das waren jetzt zwei Extreme. Einen Tag nur im Trade, 176 Tage im Trade. Wenn man das sich jetzt mal ausrechnet, dann ist ja immer wichtig, dass man sagt, okay, wie viel habe ich denn pro Tag verdient? Ja? Und da ist natürlich ganz klar, da gewinnt dieser CME-Trade hier mit, ich glaube, $60 Gewinn pro Tag, weil es halt ganz schnell ging. Und der LinkedIn-Trade hat mehr Geld gebracht. Allerdings, wenn man es umrechnet auf die doch sehr lange Laufzeit, nur $1,57 pro Tag geschenktes Geld. Aber man musste eben sehr, sehr lange warten, hatte Margin-Bindung und so weiter und so fort. So, und deswegen kann man eigentlich die Frage, wie lange bleibt ihr im Trade, überhaupt nicht beantworten, weil es kommt wirklich darauf an, was mache ich für Strategien. Das eine, CME, war ein klassischer Short-Put auf eine steigende Aktie in einem steigenden Umfeld. Und das andere war quasi, wir holen uns nochmal ein bisschen Zeitwert raus aus der letzten Unsicherheit, wenn so eine Aktie übernommen wird. Gab es ja auch schon mal, ich glaube schon mal zwei Videos haben wir hier schon mal auf YouTube gemacht, warum wir an solchen Übernahmespekulationen eigentlich immer sehr, sehr interessiert sind und das sehr, sehr gern machen. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich allerdings sagen, dass man so gut wie nie bis zum Schluss in einer Option bleibt. Das heißt, selbst hier 220 Tage Restlaufzeit, nach 176 Tagen raus. Das heißt, wir hatten trotzdem noch fast 2 Monate Restlaufzeit der Optionen und wir konnten sie mit einem ja, fast 99% Gewinn abschließen. Und man kann so sagen, dass man bei Aktienoptionen, wenn man sich an die ungefähr 45 Tage hält, sind wir in der Regel nie länger als ja, 3 Wochen im Trade, also ungefähr 20 Tage, das ist so der Schnitt. Es gibt mal 5 Tage, mal 10, es gibt auch mal 4 Wochen, aber so 3 Wochen würde ich sagen, ist das Maximum. Und bei Future-Optionen ist es so, dass man in der Regel so, naja, wenn man nicht rollen muss, ist man vielleicht nach 3 Wochen raus. Wenn man rollen muss, kann es auch mal 6, 7 Wochen sein. Aber man nutzt eigentlich nie die volle Zeit aus, die man ja theoretisch hätte. Und ich bin nach wie vor der Meinung, es lohnt sich einfach nicht, Optionen verfallen zu lassen, weil man in der Zwischenzeit, wenn die Option zurückgekauft wird, bei Future-Optionen bei 20%, bei Aktien-Optionen bei 50%, in der Regel bessere neue Trades machen kann, anstatt sich so lange dem Marktrisiko in der einen Aktie oder in der einen Future-Option hier auszusetzen. Jetzt bin ich gespannt, was eure Erfahrungen sind. Was handelt ihr denn? Handelt ihr eher Aktienoptionen und Future-Optionen? Und wenn ihr das handelt, wie lange seid ihr in der Regel im Trade? Also das heißt, wie viele Tage seid ihr dabei? Habt ihr eher ein bisschen längere Laufzeiten? Habt ihr eher kürzere Laufzeiten? Habt ihr das überhaupt schon mal statistisch für euch persönlich ausgewertet? Ist nämlich ganz interessant, das mal auch für sein eigenes Trading mal festzuhalten, sagen, okay, ich gucke mir das mal an. Übrigens auch ein super Tipp, wenn jetzt in den nächsten paar Tagen, wenn es ein bisschen ruhiger wird, ihr habt Zeit, schaut euch mal sowas an, macht mal so eine Auswertung. Das hilft euch einfach auch besser, eure gehandelten Systeme zu verstehen und auch mal, wenn es mal nicht so gut läuft, an diesen Systemen festzuhalten. Ich wünsche euch auf jeden Fall, egal ob ihr jetzt langlaufende oder kurzlaufende Optionen handelt, egal ob Aktien oder Future-Optionen, viel Erfolg in den Märkten. Denkt immer daran, wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. Und in diesem Sinne, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Servus, macht's gut. Bye, bye.